Beiseite, hier, weg da aus dem Fenster raus. Pullover ausziehen, Brille erstmal absetzen hier, Pullover ausziehen. Brille wieder aufsetzen. Meine Güte. Ein bisschen mehr konzentrieren. Sei schon nicht noch feierlich, was ich für ein Rotz spiele. Tee trinken. Meine Fresse. Okay, wenn ich den Bauern nehme, nimmt er mit dem Bauern mit Schach. Ich ziehe also den Springer beiseite. Er schlägt den Bauern. Ich schlage mit dem Läufer. Er zieht E5. Er ist droht aber noch nicht so. Meine Fresse. Das ist ja eine ganz müde Nummer hier, aber im wahrsten Sinne des Wortes eine müde Nummer. Das ist doch, kann doch alles nur schlecht sein. Ich nehme besser so. Eine ganz müde Nummer heute hier. Ich weiß auch nicht, warum muss ich jetzt auch noch wetterfühlig werden? Mal ist es zu warm, mal ist es zu kalt. Jetzt ist es keine Ahnung, was jetzt ist. Warm, kalt, nass, gedöns. By the way, the pawn is singing when the Nike go by sides and like is pinning. Meine Güte, ist das eine schwache Nummer. Ich kann gar nicht sagen, die Partie vorhin war noch schlechter als die hier. Noch einen Schluck trinken. Oh Mann. Entweder monsunartige Regenfälle oder brütende Wärme. Dass man nachts nur dann pennen kann, wenn man direkt vom Ventilator angestrahlt wird. Was könnte man denn jetzt machen? Springer hier, was droht er denn? Was sieht er denn? Was kann er denn? Was könnte denn passieren? Machen Sie doch mal die Augen auf. Große Hochrei ist ja total tödlich bei den Diagonalen. Kommt ein bisschen nur ein Läuferschach oder irgendwas in der Art. Läufer Dreischach oder sowas. Und toll gewonnen. G6, Springer D5, Springer nimmt. G6, ach, das ist doch sowieso nicht. Sobald ich auch hier bin ich auch im Arsch. Springer D7. Verzieh dich mal mit der Dame. Mann, Mann, Mann. Flüssigkeitsbedarf des Körpers pro Tag, bei mir gefühlt 10 Liter. Das Problem ist immer das gleiche. Ich ruche hier groß. Sobald ich mit dem Läufer beiseite ziehe, droht dieses verdammte Dame schlägt E7 matt. Das ist das große, große, große Problem in dieser Position. The Queen must go by side, found a felt. And no German felt. Ich weiß nicht, was da noch Englisch heißt. Springer beiseite, Dame C6, Springer zieht beiseite. Also wäre es vielleicht ratsam, mit der Dame ganz weit beiseite zu ziehen. Sagen wir mal, hier. Das ist auch scheiße. Hier? Das ist so eine miese Scheißstellung. Hier? Aber was ist, wenn er da einfach nimmt? Dame hier, Dame A7, jetzt ernsthaft? Da geht man doch nicht gerne hin. Dame C7 geht nicht. Dame C6 kommt, was kommt denn dann? Springer H4, nehmen wir mal an. Und dann nimmt er hier, es ist doch alles so schlecht. Dame F6 kommt, Läufer G5. Ich tausche mal die Damen vom Brett und hoffe, dass ich das dann einigermaßen überlebe hier mit Minusbauern. Meine Güte, was spiele ich denn hier? Das ist doch nicht normal. Oh Mann. Leider kann ich nicht immer noch, ich kann übrigens bei The Way, wenn die Damen getauscht sind, ist der Springer noch weg hier. Es droht Schachmatt, es droht nicht Schachmatt. Weg die Damen. Springer Schach. Zieh erstmal ihn beiseite. Springer Schach, Springer nimmt. Bauer nimmt, Läufer hier hin. Mann, 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 Mann. Wie kann man so wetterfühlig sein? Das ist aber ein Scheißsommer. Warm, kalt, warm, kalt, warm, kalt, warm, kalt, warm, kalt. Das hält doch kein Schwein aus. Und dann nicht mal kurz hier ein bisschen wärmer, ein bisschen kälter, ein bisschen wärmer, ein bisschen kälter. Natürlich nicht. Totale Schweinewärme. Total am Plästern, totale Schweinewärme, so nach dem Motto. Das Problem ist, er verhindert das Schach, wenn ich nehme. Was, wenn ich den Springer schlage? Er schlägt, Turm schlägt. Ich hau ihn erstmal weg, obwohl ich hätte ja lieber die Diagonale beseitigt. Das ist alles so schlecht. Ich bin immer noch nicht entwickelt, das ist so ekelhaft. Oh Mann, Gott, nee. Rote Läufer H3 Schach, by the way. Könnte das möglich sein? Wenn der Springer nämlich zieht, kommt Läufer H3 Schach. Muss ich König B7. Läufer H3, Schach, König B7, Läufer, Schach, König C8. Ich kann den Läufer natürlich nicht entgegengehen. Das ist nicht gut. Man könnte ja sagen, das muss doch besser werden, aber ich befürchte, das wird heute nicht mehr besser. Oh Mann. Eine ganz miserable Partie. 6 minus, minus, minus. Wo soll ich sonst hin? Ich habe keine anderen Felder. Ich kann ja gerne die Qualität geben, wenn ich das denn möchte. Bloß die Aussichten, die Partie zu überleben, sind da nicht gut. Oder König A7, geht das denn überhaupt? König A7. Schach hätte ja keine. Der Gegner sucht ja so ein Heil im Lacken, mal auf Start gehen hier. Warum habe ich eigentlich eine Verbindung von 0,02? Was ist, wenn ich den wegnehme? Der Turm nimmt, der Läufer zieht nach D6. Das kann doch nur gut sein, wenn ich mir die Felder wiederhole. Der darf sich verpfeifen. Das Problem ist jetzt aber, nach Turm D5, König C6 zieht er seinen schmierigen Läufer nach H3. Das ist das Problem. So eine dieser miesen Stellungen, die man total blandermäßig einkaspert in der Situation, wo man meint, alles überstanden zu haben.
Das macht mir an dieser Position am meisten Angst. Ein Schach. Ich will nicht in die bekloppten Schachs auf der C-Linie reinmarschieren. Oh Mann, das macht dann am meisten Angst. Dann kommt immer der Moment des Überstandenhabens und dann stellt man so richtig ein. Ich greife mal seinen Bauern an. Er deckt ihn nicht, er droht dieses Schach. Dann biete ich lieber den Turmtausch an. Gegenspiel ist zu vermeiden. Turmschach, aber was dann? G6, ich greife den Bauern mal an. Ja, der Bauer läuft mir nicht davon, da kann ich erstmal den machen. Dorthin. Ich möchte nämlich auf der schwarzen Diagonale in die Mitte. Nein, den unterlassen wir mal. Ganz schön. Na, er kann jetzt hier gesehen. Ja genau, Xin kann er dahin. Er zieht nicht an, er zieht dahin. Ja, das ist Remis. Ich wüsste nicht, wie ich das gewinnen will. Obwohl, wenn er noch weiter mithilft, dann geht das vielleicht sogar. Weil ich ja dummerweise keine Züge erzwingen kann. Oh, ich hab gewonnen. Wieso gibt er denn auf? Hat er aufgegeben? Auf Zeit verloren? Meine Güte. Eigentlich ist es Remis, muss man ehrlich sagen. Weil, ich kann ja nichts erzwingen. Der Läufer deckt ja diesen Bauern. Deswegen kann ich da gar nicht ran. Den Bauern vorziehen, die werden alle getauscht. Und wenn ich den König auf die Idee käme, irgendwas hier machen zu wollen, hier, dann kommt er einfach. Das ist der einfache Plan. Obwohl, er droht ja nichts. Ich kann nichts erzwingen, das ist das Problem. Der Läufer, der zieht einfach auf dieser Diagonale hin und her. Wenn er nicht einsteht, gerade natürlich, auf Feldern, wo er nicht einsteht. Und dann ist er überhaupt nichts zu gewinnen. Nicht mal Blumentopf. In so einem Endspiel kann man ganz schlecht gewinnen. Wie soll ich denn A4 erzwingen? Und was will ich dann machen nach A4? Wenn ich jetzt A4 ziehe und er schlägt ihn und ich würde wie im König hier stehen. Und käme mit dem König an den Läufer ran, an den Bauern ran, dann deckt er sich den einfach. Und dann kriege ich den gar nicht, den Bauern. Und ich kann den Bauern noch nicht vorziehen. Weil da spielt sich alles auf den weißen Feldern ab. Aber ich gebe dazu, eigentlich ist es Remis. Aber seien wir mal ehrlich, wenn man die Eröffnungsstellung hier nicht gewinnt, dann hat man es auch nicht verdient, nicht zu verlieren. Wenn man die Stellung nicht gewinnt, dann hat man das nur verdient, das zu verlieren. Das Gefühl ist das doch total verloren. Man sieht sich schon diese Monsterdiagonalen an der Läufer hier. Alleine das ist doch schon ein Grund. Der Turm ist auf der E-Linie. Ich bin total unterentwickelt. Der Springer hat auch noch gute Felder. Das ist doch, also ich finde, gefühlt würde ich sagen, das ist total verloren für Schwarz. Aber egal, wir haben nicht verloren. Deswegen wird dieser Partie auch übertragen werden, weil die habe ich nicht verloren. Das muss übertragen werden. Das Glück muss geteilt werden. Miese Stellung, nicht verloren. Unfähigkeit des Gegners und dann noch im Remis-Endspiel gewonnen. Lippo, das Schwein, gewinnt hier die unverdient die Partien. Da kann man nichts machen. So, jetzt habe ich mal seinen Traubenzieher in den Mund reingestopft. Nach der fantastischen Partie von eben versuche ich mal Glück mit der französischen Verteidigung. Mal, keine Ahnung. In der Hoffnung dann zumindest, figurenentwicklungstechnisch etwas besser dazustehen wie vorhin. Und lutschen sie auf dem Traubenzucker rum. Was ist eigentlich, wenn ich ihn mit dem Springer nehme? Damit auf jeden Fall ihn nehmen. Ich nehme, er nimmt, Läufer nimmt. Das Problem ist einfach, dass ich kein Fan von solchen Sachen bin. Weil das Einzige, was immer rumkommt, wenn ich hier nehme, ach, dann nimmt ihr doch einfach. Das Einzige, was bei mir rumkommt, wenn ich so eine kryptischen Opfer mache, ist bedauerlicherweise die Tatsache, dass ich dann einfach Material weniger habe. Das bringt's einfach bei mir nicht. Ich stehe da mit dem Materialminus da. Und der Gegner freut sich an den Mehrbauern. Ich glaube, der Gegner hat jetzt soeben zu seiner Freude erkannt, wie scheiße das war. Ich dachte auf den nächsten Bauern. Er kann ihn noch gar nicht nehmen, ist ja auch noch gepinnt. So habe ich ungefähr die erste Partie gespielt. Ich kann nicht erst die. Rein zufällig, aus Versehen bin ich auf den Löschknopf gekommen. Sodass die Partie danach wirklich erhalten geblieben ist. 3 Mehrbauern, eigentlich kann man die wegschmeißen. Qualität noch hinterher. Meine Güte, ich kann's gar nicht glauben, man merkt, dass Ferien sind. Hallo Leute, es sind Ferien und mit viel Tamtam kommen die kleinen Kinder an den Lippo umhaut. Hallo Leute, es sind Ferien, kommt jetzt alle her. Denn für den Lippo darf's sein nicht zu schwer. Für den Lippo darf's sein nicht zu schwer. Und Pause. Nächste Partie, Knight F3. Bishop E2. Ich weiß einfach, mir fällt der Name nicht mehr ein, des Spielers, der das gespielt hat. Ich meine, das war sogar ein Schachgroßmeister. Und mal ganz im Ernst, was soll daran eigentlich so schlecht sein? Natürlich, es ist nicht gerade ein aktiver Zug, das gebe ich offen zu. Das könnte man so sehen und das ist wohl auch so. Ja, und damit, was spielt er da? Kaum sie ist die Ferienzeit, schon spielen alle, als wären sie breit. Dame B3, Springer G5. Ich entwickle mich einfach mal. Der Läufer ist auf E3 besser als auf C1, also ziehen wir Läufer E3. Ich finde das gar nicht mal so schlecht, Läufer E2. Denn wenn man sich so überlegt, sieht man den Turm schon auf die C-Linie, falls sich da was tut. Denn wenn man sich so überlegt, was es alles für Verteidigungen gibt für Schwarz,
Dann kann das auch mit Weiß gar nicht mal so verkehrt sein. Dame B3, Läufer E6, D5. Na, es gefällt mir Läufer C4. Ich mach erstmal Dame B3. Im Sinne des aktiven Spiels. Ja, was mache ich jetzt? Springer G5 hat er soeben verhindert. Ich ziehe den Turm an auf die Linie. Mir fällt nichts ein. Springer E5 schlägt, Springer E5 schlägt. Springer nimmt, Bauer nimmt, Läufer nimmt, Läufer nimmt. Naja, da frage ich mich gerade, in welchem Sinn das angedacht war. Springer beiseite. Läufer C4, D5 gefällt mir gar nicht, dann besser den. Ich glaube, der Hauptvorteil dieses Zuges ist es einfach Läufer E2. Oder war es, als er gespielt worden ist? Meine Güte, da kann ich nicht auf genug meine Dame angreifen. Finden Sie noch ein Feld zum Damenangriff? War es vermute ich einfach mal. Was mache ich denn? Mir fällt aber auch nichts ein. H3, Springer E3 schlägt, mir fällt nichts anderes ein. Naja, ich stehe auch nicht, natürlich nicht gut. Ja, was ist natürlich nicht gut? Ich ziehe die Dame beiseite, ich muss den Bauern decken. Dem Lippo fällt nichts ein, dem Lippo fällt nichts ein. Dem Lippo fällt, wie könnte es denn anders sein, nichts ein. Ich habe auch ehrlich gesagt, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ich hau den jetzt weg, bevor noch die E-Linie bekommt und gegen den E-Bauern vorgeht, den ich ohnehin schon schlecht verteidigen kann. Wegnehmen. Dann habe ich so richtig Probleme. Ich würde ja gerne die Dame über F2, G3 rauskriegen. Wenn ihm auf G3 steht und dann hier Sachen drohen. Was mache ich denn jetzt? Verdammte Axt. Droht das was? Ich wüsste nicht was, wieder Läufer C5. Ich vermute mal eher, das ist ein weiterer trauriger Zug der traurigen Züge, der meine totale Unfähigkeit preisgibt, sich was einfallen zu lassen. Aber so ist das nun mal. Es gibt auch solche Tage. Es gibt auch Tage, da... Wenn ich den nehme und er nimmt meinen Springer, dann habe ich ein Problem, weil ich muss mit dem Läufer weg und er nimmt hier weiter. Das heißt, mein Springer muss beiseite. Also Läufer F8, F5 schlägt, mein Läufer muss immer noch reagieren, er nimmt auf E4 und dann stehe ich dumm da. Läufer D6, Turm, die dort kann ich was angreifen, den. Turm D2 ist auch nicht so prickelnd, aber ist erst H15, dann kommt der Turm hier hinter. Läufer dorthin. Ich zieh lieber den. Ach verdammt. Vergessen Sie alles, was ich sagen wollte. Dorthin. Au. Das will mich nicht. Was ist, wenn ich... Hauen Sie doch ab, Herr Lipowski. Hauen Sie ab, aber so weit, wie es eben nur geht. Wenn das meine Ideen in dieser Partie sein sollen, dann kann ich das doch wirklich nur vergessen und verbrennen. Verbrennt das Partieformular, buddelt es ein und tut es nicht wieder raus. Ach, das jetzt kommt die Durchdrehstelle hier. Stimmt ja. An dieser Stelle dreht er völlig durch. Ich habe so gut gespielt. Warum regt er sich denn auf hier? Meine Güte, kann doch nicht sein. An dieser Stelle drehte er völlig durch. Hier sieht man übrigens den Grund, warum ich lieber immer noch lieber online spiele als gegen Computer. Computer ärgern sich nicht. Außerdem habe ich immer das Gefühl, wenn ich gegen einen Computer spiele, dieser müsste seine Spielstärke quasi künstlich nach unten schrauben. Das würde mich auch sehr stören, wenn ich gegen jemanden spielen würde, der würde absichtlich die Figuren einstellen. Da wäre ich auch nicht glücklich drüber. Deswegen spiele ich nicht gerne gegen Computer. Man weiß ja, wenn Computer wirklich auf voller Power spielen und die spielen nicht gerade auf dem Computer aus der Steinzeit, die Programme, dann hat man da keine Chance. Na klar, wenn man natürlich einen 286er nimmt mit 6 MHz, dann kann man da schon gegen gewinnen. Aber wenn man einen heutigen Rechner nimmt und spielt gegen ein starkes Programm, jetzt nicht gerade im Freeware-Programm, die Schrott spielen, dann hat man da gar keine Chance gegen. Deswegen spielt's auch, wenn man gegen Computer spielt, spielt es gar keine Rolle, welche Engine das ist. Das kann natürlich sein, dass die Engines dann gegen andere Computer-Engines total überfahren werden und 0-20 gewinnen. Ach, man geht das an Spitzenverlierer, er lässt die Zeit ablaufen. So gehört sich das. In Kanada macht man das so. Ich glaube, Turm D7 hat dich schon so aufgeregt, dass der Bau auf F7 eingestellt wird mit Turm D7. Dass er den fantastischen Zug Dame D6 rauskramen musste, obwohl der Bau wie eben Schach gefallen. Dachte schon, mit einer Bau geschlagen, mir fällt irgendwas auf D1 oder anyway. Und da regt er sich auf, weil ich Läufer E2. Ihr dürft nicht den Fehler machen an einer Öffnung, dann ist natürlich, wenn er nicht totalen Schrott spielt. Und die Öffnungen haben gar keinen Zusammenhang, und sind totaler Müll. Dann ist das natürlich klar, da kann man schon mal sagen, ja, der Gegner kann schon sagen, dass der Gegner nicht so gut spielt. Meinetwegen auf E4 H6 und auf D4 H6. Und dann kommt Turm A7 oder irgendwie sowas, da könnte man natürlich Schlüsse daraus ziehen, dass der Gegner durchaus eventuell nicht zu den Top-Spielern gehört. Aber E4, E5, Springer, F3, Springer, C6, Läufer E2. Da könnt ihr keine Schlüsse daraus ziehen. Man hat Weiß, den Anzug. Das heißt, mit Weiß kann man so vieles spielen. Ich kann auch E4, E5, A3 ziehen. Mein Gegner lässt noch gnädig die Zeit ablaufen. Als guter Verlierer macht man das so. Ja, das ist ja super. Ich muss so einmal LOL schreiben hier. Ankommen wird natürlich nur You play well, thank you for the game. Der Gegner ruht schon. Dodged mit dem Kopf an die Wand, kann ich glauben, eine epische Schachpartie verloren zu haben, als Gast hier. Das ist ja nicht mal normal.
Was wollen solche Leute denn erst machen, wenn die ein Turnier spielen, weil sie überhaupt online ein Turnier spielen sollte auf irgendeiner Seite? Und schmeißt eine gewonnene Partie weg und macht dadurch nur den zweiten Platz. Was wollen die denn da machen? Wollen sie sich ein Messer in den Kopf rammen? Ich verstehe es nicht. Der Sinn von Schachspielen ist es doch, durch anhand seiner Partien besser zu werden, also auch anhand seiner Verlustpartien. Das sind wahrscheinlich die Leute, die sich selber die Eier kraulen, wenn sie eine Partie gewinnen, egal wie schlecht der Gegner gespielt hat oder egal wie schlecht die selber gespielt haben. Das erinnert mich immer an eine Partie, die ich da gesehen habe. Nach wechselhaftem Verlauf hatte der Gegner einfach nur eigentlich eine total einfach zu sehende Kombination machen müssen. Er hätte mit zwei Bauern Figur Turm da gestanden. Stattdessen spielt er Kraut und Rübenmüll und bockt die Partie noch zwei Züge später. Und dann krault er sich noch warm, selbst die Eier so mäßig. Er hätte doch noch ganz gut gespielt im letzten Zug. Ja, die 98 Züge waren scheiße in der Partie. Aber nachdem der Gegner am 99. Zug die Dame gestellt hat, habe ich nur noch ganz gut gespielt. Egal, das waren die drei Partien für heute. Gut waren sie nicht und diese schon mal gar nicht, aber Läufer E2, das hat mal jemand gespielt. Es gibt Spieler, die machen viel Theorie und die können sich dann auf solche Züge schlecht einschießen, weil das ist ja, die haben ein gewisses Schienensystem, nennen wir es mal so, mit dem die spielen. Also diese Schienen sind dann die Öffnungsvarianten und da haben ein gewisses Schienensystem. Das bringt die schon total raus, Läufer E2. Dann gucken die schon aufs Brett und da wissen die nicht mehr weiter. Was spielt man da nur? Vermutlich könnte man hier, plötzlich mal, was erinnert das mit Schwarz an Philidor? Wenn es D3 noch kommen würde, dann der Sinn ist einfach nur, den Gegner aus der Theorie zu boxen. Das ist halt eine Stellung, die Standard ist. Und was will man da jetzt großartig machen? Wie dem auch sei. Ich verabschiede mich mal für heute nach diesen drei mittelmäßigen Partien. Ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Was ist das Stärkste gegen Läufer E2 mit Schwarz? Was sollte man dagegen wohl spielen? Sollte man D5 spielen? Bauer nimmt, Dame nimmt, aber da kommt ja wieder Springer C3 und Dame E6. Oder sollte man einfach mit Springer F6 fortfahren? Meinetwegen, der Läufer soll ja eh nicht mehr da raus. Meinetwegen D3 und dann D5. Und dann, was macht man da? Was sollte man am besten dagegen spielen? Und wie kann man das am besten spielen mit Weiß? Das würde mich mal interessieren. Einfach in die Kommentare damit, falls es sich jemand anschaut, der ist dann in der Lage, es in die Kommentare reinzuschreiben. Ich sag mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Daumen hoch und spielt, was ihr wollt.